von YouTube und Elatschik von uns mal wieder ein Zwischenbericht nach längerer Zeit. Es wurde irgendwie mal wieder Zeit, es hat sich so einiges angesammelt. Stichpunkt, zweiter YouTube-Kanal. Mhm. Ja. Dein Zeit. Ach, dein Thema, das Thema. Wir haben jetzt einen zweiten YouTube-Channel, der sieht so aus. DJ Light & Sound, einige von euch haben es schon gesehen, es sind auch schon 8,6 Abonnenten. Das ist aber nur der YouTube-Kanal, ne? Ja, also das ist unser zweiter YouTube-Kanal, wo wir dann halt nur Geek-Logs und Anlagenaufbau-Videos und ja, so kleine Videos halt für ja, unsere Kunden sind, dass die sehen, was wir für Technik haben und das halt alles. Dazu haben wir dann noch eine Homepage, die ist dann irgendwo auch noch auf dem YouTube-Kanal, wer sich angucken kann, kann die sich auch gerne angucken. Wir können auch nochmal die Adresse einblenden, nur das sagen. Je nachdem, wie es ja wurscht. Neue Videos wurde als letztes hochgeladen. Test und Check zum Stable MHX25. Wie alt mittlerweile? Wie alt war das Video? Mhm. Ja, zwei Wochen. Was werden für was werden als nächstes für Videos alles hochgeladen werden auf unserem YouTube-Kanal? Der Test und Check zum EMG Stageline DM1100. Neuverfilmung sozusagen, also wir hatten den schon mal hochgeladen, haben das jetzt nochmal neu gemacht, ein bisschen schöner in HD und ja, ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, 16:9, filmen jetzt dank neuer Kamera und in HD. Jetzt fällt mir noch ein, was ich noch sagen wollte, wir haben jetzt auch endlich ein richtiges gescheites Schnittprogramm, sage ich mal so, das Magix Video Deluxe 16 Premium HD. Ja, auf unserer Homepage, kleinen Augenblick, die öffne ich gerade mal. Hat sich auch so ein bisschen was gemacht, ein bisschen nur verändert. Gemacht und getan. Hat sich auch so ein bisschen was getan und wir haben die Linkliste nochmal komplett so ein bisschen überarbeitet, nur aber. Nur so nebenbei am Rande. Ja, wie gesagt, Videos zum EMG Stageline DM1100 werden noch folgen. Ich habe nicht fertig geredet. Zum Showtag in die TK56 Eco. Ja, wir werden dann wahrscheinlich so in einem Monat werden wir dann auch so die ersten richtigen Videos auf DJ Light & Sound hochladen. DJ Light & Sound heißt sie eigentlich. Ja, und so Richtung Ende des Jahres, Weihnachten wird dann auch nochmal, oder Anfang Neujahr, Januar so in etwa, wird dann auch ein Video zum Rackbau kommen, beziehungsweise halt Rackvertratung. Ja, und vielleicht wird es noch Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres ein Soundsystem dabei sein. Vielleicht. Das vielleicht auch noch. Und sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen oben. Da sind wir uns noch nicht ganz so sicher. Practice and enjoy.